So, American Dream Finale. Siegerehrung. Der Gesamtsieger ist auch schon da. Und zwar ist es Artem Rypien. Ja! Jawohl, Artem. Jawohl. Alter, was ist los? Was ging ab? Geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Letztes Jahr habe ich auch gewollt, nur leider war ich nicht bereit, mental, psychisch, wegen der Deutschen. Ja, aber das Ziel war dann 2016 und ich habe es geschafft. Man hat sogar das Gerücht gehört, dass du komplett aufhörst und nicht mehr mitmachst. Das hast du mir sogar selber mal erzählt. Das war halt natürlich im Eifer des Gefechts wahrscheinlich, war es so ein bisschen halt, ich war selber da, also brauchen wir nicht darüber reden, aber dann hast du dich irgendwie doch noch irgendwie gerungen, doch noch Macht zu machen. Es war folgendes, während der ganzen Zeit, also während dieser erfolgreichen Zeit, habe ich mir währenddessen sogar schon kurz davor Eigentumswohnung gekauft und habe mich eigentlich auf die konzentrieren sollen, aber danach kam Cologne-Sieg, dann habe ich weitergemacht, weiter und habe somit die Wohnung ein bisschen vernachlässigt. Ja. Ich hätte umziehen müssen und das Geld irgendwo hin in die Wohnung investieren und jetzt nicht irgendwie nebenbei noch mich auf Wettkämpfe konzentrieren. Und somit halt durch Missverständnis bei den Deutschen war das sozusagen eine Bestätigung aufzuhören. Ja. Und jetzt haben sich bei mir einige Sachen halt geändert in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuchst du mal Richtung Sport dich zu bewegen sozusagen. Und dann habe ich, und Traum war natürlich American Dream. Warum? Einer der Hauptgründe, warum ich wieder gestartet habe, war gewesen, ja, jetzt ist er so gesehen, oder kommt, war mein Kindheitstraum, der war eigentlich schon eher schon Lebenstraum wurde, einmal nach Amerika zu gehen und jetzt... Jetzt ist nicht nur Amerika, sondern es ist jetzt Mr. Olympia Show, mit Sport verbunden, ja, also mit der Leidenschaft verbunden, das ist was ganz Besonderes, also ja. Ich danke Body Extreme für diese Veranstaltung, dass die solche Veranstaltungen machen und sogar noch Träume erfüllen, sag ich mal. Also American Dream heißt nicht umsonst American Dream. Der Traum wird wahr und zwar Las Vegas ist unser Ziel. Ich habe ihn gerade eben bei der Siegerehrung schon drauf angesprochen, also kann ich auch nochmal machen. Ach, da ist auch schon der Sieger vom letzten Jahr. Hi Rami, Hi. Was sagst du zum Sieger? War von Anfang an mein Favorit. Wirklich, ich habe das ja auch hinter der Bühne gesagt, du wirst es heute machen. Eine super bestialische, mega geile Form, muss man echt sagen. Und wie gesagt, ich wusste es. Ich wusste, es war von Anfang an mein Favorit. Ich hatte noch den Alin mit auf meiner Favoritenliste. Und wie es war, beide waren auch im Finale. Beide, es waren Kopf an Kopf Stechen und er hat es dann halt dann doch letztendlich geschafft. Aber echt super, super Leistung. Ja, Las Vegas. Hättest du einen Tipp noch für Artem, so, was er da machen könnte, was er vielleicht besser machen könnte als du vielleicht, obwohl du das schon brutal gut gemacht hast? Das Wichtigste ist immer authentisch bleiben, nie sich verstellen, auf der Bühne lächeln, positive Ausstrahlung. Ich glaube, da kann ich nie was falsch machen, wenn man das in Amerika... War super, also alles war super, wirklich. Ich habe jetzt nichts zu kritisieren bei dir. Nochmal, halt nur für Amerika, die wollen halt diesen Smile, die wollen halt diese Ausstrahlung. Authentisch, also nicht abgehoben. Ne? Genau, und dann sehe ich da keine Schwierigkeiten. Ja, also das ist auch meine Meinung. Genau so ist es auch. Also du hast es ja auch, du hast ja teilgenommen, da waren ja glaube ich über 40 Teilnehmer bei euch. Man hat euch gar nicht gesehen erst. Und erst nach und nach hat sich das herauskristallisiert, wer so, so wie hier First Call Out, also das war ja da bei euch ja 100.000 Mal Call Out irgendwie. Und ja, also das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch so big sein. Und ich weiß nicht, also was hast du denn direkt danach, also als wir dann nach Hause gekommen sind, hast du dann aufgehört?
Auf gar keinen Fall. Ich habe dann natürlich noch, beziehungsweise hatte ich dann noch einen Wettkampf. Ich bin da doch, ich bin in die Offseason gegangen, ich bin ein bisschen in den Aufbau gegangen, damit ich dann für dieses Jahr natürlich die Arnold Classics dann mitnehme. Beach Cologne war ja, habe ich ja nur so mitgenommen und mein Hauptziel dieses Jahr ist definitiv die Arnold Classics. Alles klar, Rami, dann recht herzlichen Dank und wir sehen uns. Du warst hau rein. Ganz vorne dabei in Las Vegas. Welche ja, Platz war das? Ja. Ja, also die haben nur den ersten Platz erwähnt und also er war meiner Meinung nach nicht, weil ich ihn kenne, weil objektiv betrachtet war er Nummer 1. Ich denke mal, der ist dann doch noch Nummer 2, im schlimmsten Fall Nummer 3 geworden, aber unter 40 Leuten haben wir Leistung. Also, dir nochmal viel Glück. Achso, Finalfrage. Da sind nochmal die Sieger von den anderen Klassen. Also, wir haben ja heute drei Klassen gehabt: 1, 2 und 3. Und ja, genau. Die Sieger, kommt ruhig rein. So, ja, Glückwunsch nochmal, ne? Die Gelegenheit habe ich noch nicht gehabt. Glückwunsch. So, hier sind alle drei Sieger. Also wie man sehen kann, nicht nur die Quantität, sondern die Qualität war auch bestimmend hier. Und ich glaube, derjenige, der mit den meisten Fans steht da vorne, ich gehe mal zu ihm ganz kurz rüber. Alter Schwede, wie viel hast du mitgebracht? Ja, es wurden echt doch einige. Also am Anfang hieß es ja, wir kommen alle mit aus dem Fitnessstudio. Und habe ich gedacht, ja okay, ein paar kommen schon, so wie es immer so ist. Aber dann letztendlich haben mich echt viele unterstützt, bin ich auch sehr dankbar und habe mich über jeden Einzelnen gefreut. Ja, wo wohnst du denn? Ist das hier in der Nähe? Nee, in Stuttgart. Alter, echt, also recht herzlichen Dank an alle seine Fans und auch an die anderen Zuschauer, die haben ja auch nochmal mitgemacht. Jetzt habt ihr Gesamtsiegerstechen gemacht. Hattest du ganz ehrlich gesagt jetzt so das Gefühl, oh, ich mach das Ding doch noch? Nein, auf keinen Fall. Also verdient gewonnen. Also bist du... Ja, ich bin mehr als zufrieden. Ist mein erster Wettkampf. Und ich habe gesagt, ja, Top 6, und dann bin ich glücklich. Und ja, mega. Ja, dann kann ja nichts schief gehen. Also was ist dein nächster Wettkampf? Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Gut, alles klar. Gleich cheaten, ne? Ja. Also hier ist auch schon der Sieger in der Klasse 1 war das, ne? Wie sind so deine Emotionen jetzt gerade? Ja, ich habe zwar nicht so viele Leute mitgebracht heute, aber die Besten sind dabei auf jeden Fall. Und es war echt eine super geile Veranstaltung, hat sehr Spaß gemacht, tolle Leute. Einfach nur geil. Also ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ja, also bist du, also jetzt ist klar, ich habe da gerade einmal noch gefragt, ja, bist du jetzt enttäuscht, dass du kein Gesamtsieger geworden bist? Nein, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Also der Gesamtsieger geworden ist, den wünsche ich sehr, super, echt klasse. Mein Ziel war eigentlich, ich meine, jeder hat ja ein Ziel irgendwo, mein Ziel war eigentlich Klassensieg. Wäre schön gewesen, der Gesamtsieg, aber der schaut top aus, also was will man da sagen? Sehr fair, hier geht das sehr fair zu. Ja, finde ich toll, danke auch. Du wirst, denke ich mal, weitermachen. Also als nächstes steht in Prag die Mr. Olympia Amateure, genau. Okay, dann sehen wir uns da nochmal. Danke nochmal für die Teilnahme und bleib uns weiterhin treu, wenn es heißt Colon Beach und American Dream, weil American Dream ist gerade fast erfüllt. Also kannst du vielleicht beim nächsten Mal schauen. Bisher die beste Veranstaltung, wo ich dabei war, mitgemacht habe. Das war richtig geil, ja. Also habt ihr gehört, die beste Veranstaltung, die er überhaupt gemacht hat, und er hat viele gemacht. Ja. Alles klar, gut, danke dir. So, okidoki. Dann gebe ich das Mikro mal weiter an den Veranstalter und verabschiede mich. Goodbye, tschüss. Eine finale Frage, Atem, schnarchst du? Alter, ich hoffe nicht. Wenn ja, dann wird er disqualifiziert, weil wir haben zusammen ein Zimmer. Und Alter. Ich bin ihm, sag ich mal. Dann fliegst du raus, Alter. Du kriegst das Kissen ins Gesicht. Ja, denk mal, Wahnsinnsveranstaltung. 50% mehr Teilnehmer als letztes Jahr. Wahnsinns Publikum auch gewesen. Ich meine, du warst auch beim allerersten Columbia Style gewesen und da ist schon die Stimmung nicht schlecht. Wie fandest du jetzt im Vergleich dazu? Die Atmosphäre. Also ich habe hier vieles nie gesehen, weil das Licht fällt irgendwie also auf mich und am Cologne, das war ja alles hell und da hat man, die Atmosphäre war da ein bisschen, in dem Fall halt nicht ein bisschen, sondern um einiges fröhlicher und halt heller und ja, wie soll ich sagen, natureller. Populär halt. Ja, genau, ja. Ja, und die Leute hier aber mit Lautstärke.
Ja, oh, da haben einige ganz schön geschrien, sage ich mal. Also da waren einige andere Favoriten am Start. Ja. Ja, jetzt haben wir dich dann in Las Vegas mit dabei. Warst du schon mal in den USA gewesen? Nein, das hat er mir schon das ist erzählt. Auch okay. Mein Traum, so, das ist seit Kindheit dorthin zu gehen. Also wenigstens einmal dort zu sein, sage ich mal. Klar hat man die Möglichkeit, immer hinzugehen, aber, jetzt sogar mit dem Sport verbunden, das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Jetzt kannst du sogar jedem sagen, du bist aus bestimmten Gründen sogar da, nicht nur zum Urlaub. Ich hab mich schon bedankt bei Murat, in dem Sinne, also bedankt beim Body Extreme, dass die solche Veranstaltungen veranstalten. Ja, und genau, Chef, danke, herzlichen Dank, dass ihr sowas machen lässt und in Erfüllung. Schauen wir mal. Ich sag mal, allein schon jetzt in den USA zu sein, ja, nach Las Vegas zu fliegen, die ganzen Lichter dort zu sehen, die Luft dort überhaupt zu atmen, ist ja ganz anders als hier. Wir werden beim Meet and Greet sein, wir werden Phil Heath, Kai Greene, Dennis Wolf zum Beispiel, werden wir alle sehen. Wir werden den Wettkampf sehen mit 10.000. Madrid. Ja, Madrid, der Wettkampf ist super, aber Mr. Olympia ist was ganz Besonderes. Du wirst merken, das ist eine ganz andere Video. Elektrizität, die in der Luft ist. Und du bist mittendrin, du wirst auf der Bühne stehen, hinter dir wird das große rote Olympia-O sein, du wirst dort durchlaufen, wirst deine Pose machen, die wir hier schon gesehen haben, das ist der Wahnsinn. Wir sind wahrscheinlich genauso aufgeregt. Ich bin noch aufgeregter als er, glaube ich. Ja. Genauso. Also, du ja auch, natürlich, ist ja klar. Ey, das sind ganzen Men's Physik, Pros, weißt du, die ganzen Superstars, auch bei den dicken Jungs. Wir haben da echt super Karten. Ey, allein die Pressekonferenz von denen wird schon richtig geil, von Kai Greene und Phil Heath und so. Also bist du auch so Fan von den auch den dicken Jungs? Fan Jungs, jetzt nicht so, aber klar, natürlich, schau es gerne an. Ich bin Ronnie Fan von den dicken Jungs. Ronnie Coleman Fan? Ich hab das nicht angeschaut, leider. Ich habe es zwar gesehen, aber ich hatte keine... Kannst du ja noch machen. Ich war im Hotelzimmer. Okay, ihr könnt mich ärgern und nerven und dann schnarche ich halt eben. Ja, also wenn er schnarchen sollte, dann kriegt er echt Kissen mitten ins Gesicht, da gibt's keine Gnade, habe ich von vornherein schon gesagt. Aber so, also auch mit Line-Up, das war ja echt wirklich, also es war viel höher als jede andere deutsche Meisterschaft im Allgemeinen. Das war mit eines der besten Line-Up, auch Zuschauer mäßig und auch so die Bühne. Das erste Mal Poster und im Publikum mit Men's Physik, weil wir sie gar nicht alle auf die Bühne bekommen haben, weil wir so viele Starter auch hatten hier. Ja, Leute, also wenn es nochmal American Dream heißt, also echt, kommt hierher. Also ist der Hammer. Es war bis in die letzten Stühle alles ausverkauft hier. Das hat man gespürt. Also es hat das hat elektrisiert, dass es draußen, das war brutal. Die standen da alle. Also super geile Show. Die nächste Show ist wo? 24. Oktober in der Stadthalle in Hockenheim. Die internationale deutsche Junioren Masters und Handicap Bodybuilding Meisterschaft, also für alle, die das nötige Alter haben. Masters auch da. Masters Men's Physik auch. Also für alle, die 40 sind. Spaß, aber 40 sind. Der Artem ist ja jetzt 41, oder? Nee, er kann nicht da teilnehmen. 43. Und ja, von dir werden wir nur jede Menge dann sehen. Wenn es dann nach Las Vegas geht, gibt es ja auch die Doku Living the American Dream mit Artem. Gibt das Fotoshooting dann noch in der Wüste. Geiles. Alles. War ich Willow Beach oder wie heißt es da? Genau, Willow Beach. Und ja, jetzt freu dich drauf. Jetzt zeigen dir alles. Und du zeigst natürlich auch deine absolute Bestform. Freut euch auf Artem Repin, Living the American Dream und natürlich auf die ganze Body Extreme Crew aus Las Vegas. Und natürlich auf. Auf. Ja, hast du gerade eben gesagt, ja. Body Extreme. Extreme. Boom. Aus.